Ja. Okay. Machen wir. Mit wem hast du telefoniert, Matthias? Sonja. Okay, wir sind im Hansapark. Wir haben hier zwei altbekannte Leute dabei. Und es ist auch ein Déjà-vu-Video heute. Weil wir hatten die Situation vor einem Jahr genauso mit Kevin. Heute ist auch Joshua dabei. Und wir gehen auch wieder heute das Feuerwerk gucken. Und auch heute wieder auf der Rolltreppe. Auch heute wieder auf der Rolltreppe. Die Rolltreppe ist der Feind. Aber heute ist noch eine Sache anders, und zwar ist heute ein Fan-Treffen vom Freizeitpark-Check. Und da sind wir sehr spontan auch dabei. Wir freuen uns und wir melden uns gleich aus dem Park zurück. Ein hübsches Namensschild bekommen und wir frühstücken jetzt erstmal. Das gehört hier auch zum Programm und es ist voll, sieht voll gut aus, finde ich. So, wir haben gefrühstückt, es war gut, aber ich habe nicht alles geschafft, leider. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, Joshua, habe ich noch nicht erwähnt, ne? Das ist dein Erstbesuch ist heute. Ich bin jetzt sicher, vielleicht am Anfang. Sonst haben wir das verdoppelt. Jedenfalls fahren wir jetzt direkt Kern an. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Kevin war, glaube ich, leicht geschockt nach seiner ersten Fahrt. Nein, ja. Kevin? Was meinst du? Du warst leicht geschockt nach deiner ersten Fahrt, Kern an. Ganz dezent. Ganz dezent. Ich freue mich. Ja, wir gucken mal. Ich freue mich auch. Oh, Überlichtung? Besser als Unterbelichtung. Aber hast du Kamera nicht so hochgestellt dieses Mal? Nein, Moment. Nein, es ist jetzt gut. So, Joshua, erzähl. Also es war mit Abstand die intensivste Achterbahn, auf der ich je war. Das hat Red Force zum Beispiel um Längen geschlagen. Steht bei mir über Taron, was ja echt schon schwierig ist, aber... Hast du es jetzt schon entschieden? Ja, ja. Was hab ich jetzt schon entschieden? Das beste Achterbahn, auf der du je warst, oder? Also mitunter, auf jeden Fall. Intensivste auf jeden Fall. Beste, ja, doch, gehört auf jeden Fall zu den Top 3 jetzt. Krass. Genial, genial. Top 2 schon. Kevin, wie geht's dir so? Ich lebe. Du lebst. Ich hatte die Fahrt nicht so schlimm in Erinnerung. Das ist das Schlimme. Okay, ich muss auf Klo. Dann viel Spaß. Machst du einen On-Ride? Ja. Okay, wir sind jetzt nach Kernan, sind wir noch Sterlebeckers Kaperfahrt gefahren. Und jetzt, ich habe mitbekommen, dass man jetzt als Erwachsener auch diese Pferdereitbahn fahren darf. Wo jetzt gerade kein Pferd kommt, aber ihr könnt es euch ja denken. Und, oh mein Gott, wir fahren sowas von mit. Das nächste Highlight hier nach der Kindersafari. Schatz, filmst du mich? Können wir hier ein Selfie machen? Das Oh, guck mal, wie schnell Nathalie ist. Warum ist die so schnell? Die ist total schnell. Ach so, das ist Turbo-Pferd. Dein Pferd ist 10-mal schneller. Alter, wie rammgleich das ist. Guck mal, wie langsam er ist. Ja, was heißt, du musst dich bewegen. Meins funktioniert sogar. Die Füße müssen in die silberne Halterung. Ja, hab ich auch schon überlegt. Dann wird das mehr. Okay. Das Coole war, das Geile war der Operator so. Das hat einfach die Namen von den Pferden aufgezählt, die nicht funktionieren. Als wären das so seine Babys. Er kann alle Namen von allen Pferden, der Operator. Okay. Ja, und Pennywise bitte. Ja, Penny sein. Weiß. Heute ist Tag der Flachwitze, muss man dazu sagen. Und sein Pferd hieß Penny und war weiß.
Pennywise. Pennywise, ja. Mein Spirit Animal. Genau, Bergziege im Flachland, ne? Bergziege, auch Bergziege eigentlich, ne? Bergziege, wie war's? Ja, fantastisch. Außer, dass es nicht funktioniert hat. Ja, ja. Aber wir haben, ich habe was abgeschossen, da kam so ein Splash auf mich. Ich dachte so, ah. Danke, Rob. Ja. Scheiße, ja. Okay, wir finden uns im Ausgang von Flug. Vielleicht kommen die nächsten. Hilfe! Wir haben Angst! Wer geht jetzt vor? Hilfe! Los, lauf! Nein, geh nicht vor! Okay, ich hab vor. Okay, los, Kevin. Los, ich glaube an dich. Ich glaube alle an dich. Heike, los! Geh doch weiter! Oh, ich drauf, ich drauf! Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Die anderen fragen sich, wo wir bleiben. Wir warten da so lange. Seit meinem letzten Besuch hat hier ein neues Fahrgeschäft geöffnet. Und zwar Barcos del Mar. Matthias, komm mal her. Zeigt uns bitte Barcos del Mar. So fährt man das. Motivation. Ich glaube, Kevin ist glücklich. Ich glaube auch. Ich bin auch mal Barcos del Mar gefahren. Mit der typischen Barcos del Mar Position. Nein! Ich fand's cool. Also, ich fand's cool, ja. Kann man fahren. Ich war irgendwie sehr verwirrt, weil auf einmal vorhin der Mitarbeiter hinter mir stand und meinte: Ich suche noch eine Dame. Also, okay. Und der Typ, mit dem ich gefahren bin, der sitzt irgendwie immer noch drin. Ich glaube, der macht hier den ganzen Tag ERT. Aber er hat es echt drauf. Also, er hat es echt gut geregelt. Also Speed-Dating. Ah, Speed-Dating. Aber er hat ja nicht gesprochen mit mir. Er saß da einfach. Wir müssen auch nochmal sagen, der Operator hier, der Opa, der ist der coolste überhaupt. Er ist der Hammer. Er ist der Hammer. Wirklich, ja. Genau, ich glaube, jetzt gehen wir essen. Es ist Mittag. Ich glaube, wir haben die Gruppe verloren. Ja, es ist Mittag. 12 Uhr, passiert mir immer beim Bloggen, dass ich Leute verliere. Genau. Und dann, wir melden uns zum Essen zurück. Jetzt mal kurz mit Kellenhusen telefonieren. Mit Kellenhusen telefonieren. Oh mein Gott. Das wäre so cool. Das wäre so cool. Und wir erzählen gleich genau was darüber. Ja gut, also sollen wir dann da irgendwo klingeln oder wie sollen wir das machen? Er hat gefragt so, ja, ihr seid Hansa Park? Ja, seid ihr schon Fluch gefahren? Ich so, ja. Und man so, ja, fetz, ne? Okay. Hey. Also, hey! Stefan! Hallo, wie geht's dir? Gut, hallo! Ja. Ich habe euch heute Morgen schon gesehen. Ich muss ganz kurz jetzt erklären, was gerade lief. Und zwar hat Matthias uns klar gemacht, dass wir das Feuerwerk von einem ganz besonderen Ort aus filmen dürfen. Yay, von einem Dach aus. Danke auch an der Stelle schon mal an Kellenhusen, dass sie uns das ermöglichen. Super ja, cool. Ich freue mich, cool. Ich freue mich. Sonst gehen wir essen endlich. Ja. Guten Appetit! So, wir sind Roland gefahren und wir hatten ein Rendezvous mit Nessie. Es war so toll. Es war so toll, ich liebe es. Ja. Und wenn man ein Rendezvous mit Nessie hat, dann hat man danach noch mehr Rendezvous. Also dann trifft man den Zug noch zweimal an. Das finde ich so toll. Und an der Stelle, ich habe ganz vergessen, hast du auch mitbekommen? Was denn? Hast du auch mitbekommen, dass wir mit Kernern ein Rendezvous hatten? Also auf Kernern, mit Kernern, weil wir waren halt in diesem, vor dem Drop hatten wir ein Rendezvous mit dem Zug, der gerade in der Hardline wohl war. Jetzt kommt jemand! Yay! Ja. Was eine Freude! Hallo!
Ich hab mal eine Nessie-Frisur. Eine Nessie-Frisur? Hier rechts. Rechts herum. Wir sind eine zu groß. Wir sind 8. Also eigentlich sind wir mit dem Fantreffen sind ja noch viel mehr. Also wir haben uns ein bisschen abgekapselt davon, weil es echt zu viele Leute sind. Und jetzt sind wir halt 8. Das ist auch okay, das geht. Es ist so eine Fluchgruppe. Nessie! Ich bin nicht sicher, ob man uns gesehen hat, aber wir sind gerade Nessie gefahren und jetzt kommt's. Wir hatten wieder ein Rendezvous. Ja. Mit Roland. Das war so toll. Ich liebe es. Die wollen unbedingt Wasserbahn fahren. Oh ja, ich hasse es. Sie liebt es. Nein, ich hasse es. Sie liebt es. Kevin, lieb ich verstehe nicht. Du liebst es. Ich liebe es. Ich liebe es. Nein. Batman. Oh, darf man ja gar nicht. Was, warum nicht? Ja, Copyright. Jetzt recht. Ach so. Badgirl. Du, ganz echt, das Video, in dem das Feuerwerk ist, also in dem Video ist alles erlaubt. Ach, das habe ich schon Regeln gebrochen. Und jetzt? Wasserbahn. Aussichtsturm. Wasserbahn, Aussichtsturm. Nee, Aussichtsturm, Wasserbahn. Oh, okay, Wasserbahn. Ich werde gezwungen, ich werde immer gezwungen, Wasserbahn zu fahren, aber ich darf in der Mitte rechts sitzen und da werde ich hoffentlich nicht nass. Und Tim, Matthias mir versprochen. Und Kevin, ich verstehe nicht, wie du sagen kannst, dass du eine Wasserbahn für deine Frisur brauchst. Meine sieht immer scheiße aus. Meine sieht also noch schlimmer als das. Vor allem, die Kamera trägt auch mit 10 Kilo drauf. Sieht aus wie eine aufgequälte Qualle. Aufgequälte Qualle? Ja, aber mit Harry Potter T-Shirt. Werbung. Dies ist vergrößert, für die, wo nicht gut lesen können, durch meinen Bauch. Okay, wir fahren jetzt Wasserbahn. Das kommt von allen Teilen. Okay. Aber da oben bist du. Wir sind dann Super Splash gefahren. Und es war die nasseste Idee unseres Lebens. Also bei mir geht's, aber der Splash war so krass, der kam von vorne, von links, dann von rechts, von überall. Von überall kam der Splash. Oh Gott. So, da kommt das nächste Boot. Ich hasse links und rechts, vorne, überall. Ich hab die auch gesehen. Also, wir haben die anderen noch im Splash gesehen. Das sah echt krass aus. Bevor du da komplett ausgebremst von dem... Wenn wir schon nass sind. Jetzt? Ja, alles gut. Oh mein Gott. Ja, aber ich hab trockene Stellen. Also auf jeden Fall. Bei mir geht's. Bei dir eher nicht mehr so. Nee. Ja, meine linke Körperhälfte ist bis ins Frontal schön heiß. Toll. Aber dein Gesicht. Ja, jetzt ist sie wieder perfekt. Jetzt brauchst du noch ein bisschen trockener. Da kommt Volumen und ich bin zufrieden. Wildwasserbahn. Ich bin noch gar nicht nass geworden. Also, du kannst filmen, ich kann ausspringen. Ich weiß schon, wie das ist schlimm. Also, dein Gesicht tropft, aber. Ja, ich weiß. So, ich mal alle noch
Er hebt den Fuß fest. Alter! Wenn du es einmal geschafft hast, musst du es nur so halten und dann bleibt es dann safe. Gucken, ob ich es noch auf die Reihe bekomme. Ja, andere schaffen das nicht. 8, 22. Du hattest. 2. 2. Erste Fahrt. 36, 11. Hattest du 11, Nathalie? Ich hatte 11. Ich habe irgendwann aufgehört. Aber meine Finger haben so wehgetan. Aber ich habe gemerkt, wenn man nicht mehr versucht, Überschläge zu machen, dann merkt man auf einmal, wie hoch das eigentlich ist. Also es ist auch cool, mal eine Runde zu drehen ohne Überschläge, weil dann kann man mal gucken, wie hoch das ist. Das finde ich irgendwie auch cool. Das ist übrigens gerade. Was? Wie hoch ist es? So hoch ist es. Ja, ich meine von dem Ding aus. Das sieht noch viel höher aus, finde ich. Und man fliegt halt so über dieses Maisfeld, wo gerade nichts wächst, aber ja. Was? Ist der Kindergarten? Ich mach's nicht. Ich stell's nach. Matthias, hilf! Und dann die Kinder so. Ja, Kumpel. Okay, reicht. Was machst du da? Nein, das ist. Das auch richtig geil. Nein, ist okay. Lies du ruhig. Ja, wir. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist schon länger, dass ich das letzte Mal irgendwas gevloggt habe. Aber wir sind, wie man sieht, im Wartebereich von Fluch. Und. Nein, ich habe Fluch gesagt. Ja, wir waren jetzt noch Fluch und dann weiß ich nicht, dann ist glaube ich schon Zeit für die ERT. Habe ich schon erwähnt, dass wir eine ERT auf Kernan haben. Wir haben eine ERT, also mit dem Fantreffen hier haben wir eine ERT auf Kernan. Ja, mal gucken, wie viele Fahrten es werden. Aber ich gebe mich heute mit allem zufrieden. So, bereit für die Extra Ride Time! Irgendwie ein bisschen blöd ist, dass wir solche Buttons bekommen haben für Kernan. Und vorhin hatten wir diese Namensschilder schon getragen. Und da hieß es bei Kernan, wir müssen die abnehmen. Man darf die nicht fahren werden, tragen während der Fahrt. Und jetzt haben wir aber so Buttons und die muss man dann ja auch abnehmen, weil das ja auch so ein Ding ist. Also sinnfrei. Jedenfalls, Joshua, wo hast du... Wir hatten alle eine super Idee gehabt und dachten uns, wir könnten diese Buttons einfach mal an uns machen. Ja eben, deswegen, damit man sie nicht immer wieder abmachen genau. Muss T-Shirt. Und wo sind deine Ich hatte denn? Eine Aufgabe und wo mache ich sie hin? Na da, wo sie jeder sehen kann. Schön am Rücken. Trottel. Gesundheit. Ja, Gesundheit bleibt wieder, Kevin. Das Wort des Tages. Ja, ansonsten noch, wir hatten eben schon eine ERC, eine erste, und zwar auf Barcos del Mar. Wir durften zweimal fahren. Gesundheit. Du aber, oder? Und, wie bitte? Hast du deinen ERT-Buddy von? Nein, ich habe ihn tatsächlich nicht mehr. Habe ich es auf Video, wie er abgefallen ist? Weiß ich nicht. Okay, danke schön. Ich habe ihn wieder. Na, eigentlich. Alter, der war offen. Das hätte mir voll irgendwie, das hätte mich voll stechen können. Naja. Genau, Barcos del Mar ERT war cool. Der Mitarbeiter ist so krass drauf. Ja, aber gut. Ja, und trotz dass da Leute standen, wir wollten uns noch ein drittes Mal fahren lassen. Wir meinten dann so, nee, wir müssen jetzt los. Ach so, du schiebst mich gerade, weil wir den Anschluss verlieren mal wieder. Egal, wir melden uns gleich von der ERT zurück.
Ich habe eine Q-Line hinter mir. Ha. Matthias, was glaubst du, wie viele Fahrten schafft ihr? Zwei, steht schon fest. Steht schon fest? Ja. Zwei Fahrten, Kernan! Dazu braucht es extra Rides! Juhu! Bin ich langsam oder was ist los? Das war die ERT. Ihr habt von der ERT selber nichts gesehen, weil ja. Ja, wir sind sie gefahren. Wir sind sie gefahren, genau. Zwei Fahrten. Ja, das Witzige war, als es dann hieß, okay, geht dann bitte alle raus. Manche so, was, das war's schon? Nur zwei Fahrten? Und wir so, was? Zwei Fahrten! Weil wir hatten ja schon mal, das ist eine andere Geschichte. Da hatten wir nur eine Fahrt. So viel, nur so viel dazu. Ja, da flossen Tränen. Da, echt, ja, manche konnten gar nicht. Ja, ist egal. Ist jetzt nicht das Thema. Ich fand's heute sehr cool, vor allem, weil wir in der Station nach rechts aussteigen durften und dann da auf den nächsten Zug warten. Und dann hat man auch mal gesehen, das war voll bescheuert. Dann hat man auch mal gesehen, wie der Zug da rausfährt und reinfährt. Das fand ich cool so. Genau. Ansonsten möchte ich dem Hansapark auch noch anrechnen, dass sie hier kostenlose ERTs machen. Das ist echt gut. Finde ich echt ganz toll. Ehrlich, das ist auch nur bei Kerner so. Wenn du irgendwo anders hier fluch oder so, dann kriegst du immer eine ganze halbe Stunde. Ach so, aber auch kostenlos? Ja. Okay, also ja. Also du kennst es ja. Du kennst es ja. Also es aber, ist halt nur, weil alle wollen Kerner und da ist halt zwei Fahrten. Ja, weil Kerner hat halt keine Kapazität. Aber egal, es ist trotzdem toll, dass man das hier kostenlos sozusagen geboten bekommt als Fanclub. Ja, im Allgemeinen fand ich das. Wir waren jetzt nicht so mit vielen Leuten unterwegs von der ganzen Gruppe. Ne? Hier haben wir zwei, da hatten wir zwei dabei. Genau. Und ja, ich fand, wir waren ein nettes Grüppchen. Es war cool. Ja. Und ja, jetzt gehen wir nach Kelnhusen. Wir freuen uns, wir melden uns dann von da zurück. Guck mal, Bergziegen im Flachland. Ich sag's gern nochmal. Jetzt kommt's aber echt hin. Wir sind gerade in Kelnhusen angekommen und haben hier unseren Standardparkplatz wie jedes Jahr. Ja? Kommst nicht mehr runter? Du, bei den Ziegen ist das nicht schlimm. Die können auch mal runterfallen. Die tun sich nicht weh. Ich mein's ernst. Ja, warte, ich komm. Ja. Ich wollte noch kurz den. Darf soll ich den Witz erklären, Matthias? Bergziegenwitz. Kannst du? Okay, ich erkläre den Bergziegenwitz. Hey Kevin, du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin stolz auf dich. Also folgendes. Matthias hat eine WhatsApp-Gruppe gemacht für uns vier und hat die WhatsApp-Gruppe Bergziegen im Flachland genannt und wir haben irgendwie diesen Namen voll gefeiert. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt checkt, Bergziegen, weil wir halt aus den Bergen sind. Ne? Musst du aus den Bergen von der Aufnahme gerade von uns beiden. Ja, hab ich davor. Und am besten auch mal unser Profil. Stativ ist am Start. Wird jetzt rumgeschleppt, bis das Feuerwerk beginnt. Ja, ich will die Strumpfhose anziehen. 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 Schatz, wir machen zu viel Werbung für dieses Event. Ich wollte gerade sagen, meinst du, die Leute glauben uns das mit der Feuerwehr? Was? Dass die einen chilligen Grillabend machen? Ja, das. Ja, das machen die jedes Jahr. Also die Feuerwehr, ich weiß ja nicht, bei uns ist das halt nicht so normal. Bei uns sind die halt dann, wenn sowas ist, dann arbeiten die. Und hier haben die sich einen Grill aufgebaut, so einen riesen Grill. Ein Banktisch, die sitzen da mit so Klappstühlen und die ja, also Matthias hat schon auf den Punkt gebracht, die machen Grillabend hier. Aber ich fühle mich sicher. So. Ich fühle mich auch sicher, es ist auf dem Wasser. Nicht da lang, ich will nur kurz gucken. Nein, Yoshi. Lass ihn doch nachher. Kurz gucken. Du musst nachher. Das ist ein Segelschiff. Boot. Wir gehen gleich die ganze Boot. Zeit. Boot. Es ist kein Piratenschiff. Okay. Piraten. Oh. Okay, fine. Wir wollen keine Aufmerksamkeit. Nein, wollen wir nicht. Ich muss kurz noch etwas erklären, weil ich glaube, viele checken es nicht, warum wir Barcos del Mar so fahren. Matthias, wie fahren wir Barcos del Mar? So. Jetzt geh mal kurz zur Seite. Deswegen. Ja, das ist der Grund. Wir finden das einfach so gestellt. Lustig.
dich, ja. Erinnert an etwas. An gar nichts. Joshua, es ist einfach nur für lustig. Alle Kinder, die jetzt schon mitkommen. Das ist nein. Das Kind ist heutzutage eh mit 5. Okay, wir treffen jetzt gleich den Verantwortlichen, irgendeinen, keine Ahnung, der uns. Sich ja nur mit vorne. Der uns das Dach zeigen will. Alter, das Dach zeigen will, what the fuck. Jedenfalls, ich habe irgendwie Angst, dass wir da, also, er hat uns schon gesagt, dass da noch ein zweites Kamerateam ist, beziehungsweise ein Kamerateam, das schon filmt. Ein weiterer Filmer. Okay, gut, das klingt schon besser, weil ich hatte schon Angst, dass wir da ankommen und er uns dann erstmal so fragt, ja, wo ist denn die Kamera? Weil die halt ein bisschen klein ist, so, ne? Aber okay, mal gucken. Oh, ich sehe schon die Seebrücke, da ist sie, da ist sie. Da hinten. Die Brücke steht da. Okay, hier sehen wir, das ist hier die Perspektive, aus der wir filmen werden. Mega cool, mega hoch, also das höchste Gebäude hier am Strand. Okay. Wir sind im Restaurant und ich habe mich gerade spontan entschieden, dass ich das Essen vloggen muss, weil es sieht so cool aus, also besonders meins. Ich liebe es, wie es aussieht. Das sieht aber echt geil aus. Da sind Blaubeeren drauf und es ist Seelachs. Ist das mit Bandnudeln? Und ich habe auch einen Salat dazu bekommen. Und die anderen haben alle Schnitzel irgendwie, unterschiedliche Schnitzel. Nee, das kann doch blöd. Wie sieht's aus? Gut. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob ich schockiert oder begeistert sein soll. Wir sind hier auf dieses Dach geklettert über nur zwei Leitern. Es war. Ja. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Aber wir haben hier so eine geile Aussicht. Das ist die Seebrücke. Ja. Hauptsache sie ist okay. Oh Gott. Leider beginnt das Feuerwerk erst in anderthalb Stunden. Aber wir sind hier kurz davor. Und wir können hier nicht mehr rum da bis dahin. Das heißt, wir sind auf einem Dach gefangen. Aber wir kriegen es hin. Escape Game. Das wird das heute Nacht so raus. Escape Game. Live Escape Game. Wir machen erst du bist der Sportlichste. Du gehst als erstes runter. Und läufst von unten. Ich plane schon, wie wir wieder runterkommen. Ja, und dann davor habe ich nämlich Angst. Zusammen, falls du kennst oder runterfallen. Ja. Da halten wir. Jetzt renne ich die ganze Zeit durch das Bild. Ja, mach ruhig, ist egal. Noch kurz zur Frage, wie kommen wir hier wieder runter? Es wurde uns gesagt, die anderen beiden wissen Bescheid und wir gehen übers Schwimmbad. Hier ist ein Schwimmbad, darüber sollen wir rausgehen. Ja, ihr werdet es nicht mehr sehen, weil das Video endet nach dem Feuerwerk. Hier ist die Leiter. Weil wegen dramatisches Ende, da ist die Leiter, ja. Über die sind wir auch hochgekommen. Ja, das Video endet nach dem Feuerwerk, weil dramatisches Ende ist cool. Des Weiteren, sie testen übrigens gerade das Licht an der Brücke. Und was ich noch sagen wollte, die anderen beiden, die filmen, es ist das eingetreten, was ich dachte, die sind so voll professionell, haben zwei Kameras, fette Kameras, Mikrofon, die haben sich Klappstühle mitgebracht, die sind seit einer halben Stunde am Einstellen und ich habe mein Stativ in einer Minute aufgebaut und fühle mich jetzt echt ein bisschen unprofessionell, aber ist okay. Bin ich die einzige Person, die behaupten kann, dass sie auf einem Dach gestylt wurde? Ich kann ich auch nicht behaupten, dass ich jemand gestylt habe auf einem Dach. Ja. Was da eine A...Glocke? So nenne ich das? Bin ich im Vordergrund. Warte. Zoom wie zoomen. So, wunderschön wie immer, nur noch schöner. Dankeschön. Bitteschön. Okay, ich wollte jetzt nämlich das Video beenden. Nicht runterfallen, bitte. Ja, Als nächstes, ihr seht, es wird jetzt langsam dunkel. Nein, ihr seht es nicht, weil die Kamera es macht heller, als es ist. Aber es wird langsam dunkel und als nächste Aufnahme seht ihr ein paar Ausschnitte aus dem Feuerwerk. Aber ich lade auch, das macht nur Scheiß hinter mir, ist mir egal. Als nächste Aufnahme lade ich das, als nächstes Video lade. Ihr bringt mich voll aus dem Konzept, Leute. Es tut mir leid. Lade ich auch noch das Feuerwerk komplett, wie letztes Jahr auch, hoch. Wenn es funktioniert mit der Musik.
Und genau, ich wünsche viel Spaß jetzt mit ein paar Ausschnitten aus dem Feuerwerk. Das Video wäre damit beendet und wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss. Ciao. Gott, jetzt.